Hallo und herzlich willkommen zu meiner Vorlesung Familienpsychologie. Eine Lehrveranstaltung, die wahrscheinlich gerade für angehende Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen von ganz besonderer Relevanz ist, weil nämlich viele von ihnen später mal in irgendeiner Form mit Familien arbeiten werden. Sei es in der sozialpädagogischen Familienhilfe, sei es vielleicht in der Erziehungsberatung, im Jugendamt oder vielleicht in einem Familienzentrum. Von daher ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll, dass sie bereits in ihrem Studium ein solides Basiswissen über familienpsychologische Themen erwerben. Über Familienbeziehungen, aber auch über Probleme und Belastungen, wie sie im Familienkontext auftreten und natürlich über professionelle Hilfeangebote für Familien, Eltern und Kinder. Um all diese Themen wird es im Rahmen meiner Vorlesung gehen. Das Besondere an dieser Lehrveranstaltung ist auch, dass ich sie im sogenannten Blended Learning Format konzipiert habe. Das bedeutet, dass ich Ihnen neben einigen klassischen Vorlesungen im Hörsaal auch einen Online-Kurs zur Familienpsychologie anbieten werde. Auf Elias finden Sie eine ganze Reihe von Lehrvideos, Erklärvideos und unterschiedlichen Materialien, anhand derer Sie sich autodidaktisch, aber auch gerne in Lerngruppen mit den unterschiedlichen familienpsychologischen Themen beschäftigen können. Ebenfalls auf Elias finden Sie dort in regelmäßigen Abständen sogenannte Online-Tests, anhand derer Sie kontinuierlich die Möglichkeit haben, Ihren Lernfortschritt zu überprüfen und sich optimal auf die Prüfung vorzubereiten. Natürlich möchte ich Ihnen auch ein gutes Lehrbuch zur Familienpsychologie vorstellen und empfehlen, nämlich dieses hier, Familienpsychologie kompakt von Johannes Jungbauer. Okay, ich gebe zu, dass ich da sicherlich auch ein bisschen parteiisch bin, aber ich denke tatsächlich, dass dieses Lehrbuch sich sehr gut eignet, um einen guten Einstieg in die Familienpsychologie und ihre vielfältigen Anwendungsbezüge zu finden. Schauen Sie doch am besten direkt mal rein, wenn Sie das nächste Mal in der Bibliothek sind. Natürlich ist das Buch aber auch online als E-Book verfügbar. Und damit komme ich auch zum Schluss schon dieses kleinen Begrüßungsvideos. Vielleicht finden Sie bis zur ersten Vorlesung in diesem Semester ja schon Zeit, mal in den Elias-Kurs zur Familienpsychologie hineinzuschauen, vielleicht auch mal in das empfohlene Lehrbuch zur Familienpsychologie hineinzuschnuppern. Ich würde mich freuen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, einen entspannten Einstieg in Ihr Sommersemester und ja, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss.